So, herzlich willkommen zurück beim Kerbal Space Programm. Heute schießen wir dann endlich unser Modul in die Luft, in einen Orbit hoch um Kerbin. Ich denke mal, wir gehen so 200 bis 300 Kilometer hoch. Also dort kreieren wir dann den Orbit, dass wir so auf einer 300 Kilometer Bahn ungefähr ankommen. Ich habe noch mal ein bisschen dran rumgeschraubt. Ich habe ein paar Batteriepacks weggenommen. Statt 6 oben und unten sind jetzt jeweils 4 oben und unten. Und ich habe gerade schon eine Aufnahme gemacht, habe dann aber gesehen, dass ich die beiden Teile hier einfach nur verkehrt rum dran gebaut hatte und das dann in der Luft alles nicht mehr funktioniert hat. So, und jetzt haut das nämlich auch hin. Diesmal klappt's. Ja, unten 5 große Tanks mit jeweils den stärksten Triebwerken, die wir zurzeit haben. Darüber noch ein großer Tank mit einem Triebwerk und mit dem werden wir dann auch in den Orbit gelangen. Das Modul an sich, das haben wir beim letzten Mal schon ein bisschen gebaut. Das müsste jetzt alles funktionieren und hier oben nochmal eine kleine Landekapsel. Damit landen wir dann wieder auf Kerbin. Das bräuchten wir theoretisch gar nicht, aber das machen wir einfach mal. Und gucken mal, wen wir jetzt hier noch reinsetzen. Bill Kerbin, der ist hier oben schon drin. Wen nehmen wir denn mal mit? Ach komm, wir nehmen mal Bobble Kerbin mit. Die sitzen dann alle beide hier in diesem Modul. Und Tom Dorf Kerbin nehmen wir auch mal mit. Super Sache. Okay. Gut, da sind wir voll. Ich schaue noch mal kurz alle Teile an. Dass das hier mit den Sachen auch hinhaut. Ist das hier richtig? Ja, genau. Das müsste alles so funktionieren, wie ich mir das jetzt denke. Okay, dann würde ich sagen, speichern wir nochmal kurz und gehen dann raus aufs Landepad. Da legen wir auch direkt los. Wie gesagt, ich hatte gerade schon mal eine Aufnahme gemacht. Da ging dann aber doch noch was schief. Da musste ich dann jetzt nochmal leicht die Rakete einfach umbauen. Habe vorher schon nochmal eine ganze Weile da gesessen und überlegt, wie wir es noch machen können. Und das kam dann halt dabei raus, aber da hat dann im Orbit nichts mehr geklappt. Deswegen jetzt nochmal von vorn und jetzt wird es auch funktionieren. Da bin ich mir ganz sicher. Und dann legen wir los in 3, 2, 1 und Liftoff. Wunderbar. Start geht schon mal gut los. Okay, dann steigen wir erstmal bis auf 150 Kilometer. Oder auf 200. Gucken wir mal. Erstmal strikt nach oben. Wir machen das auch diesmal anders. Wir sind sonst immer im Orbit hier nach links rumgeflogen. Und die Station lassen wir aber rechts rumkreisen. Würde ich sagen. Also geht gerade die Sonne auf oder geht sie unter? Ich glaube, die geht. Ja, doch, die geht gerade auf. Irgendwo steht hier auch eine Uhrzeit eigentlich. Oder? Bin ich da verkehrt? Ich glaube, die Uhrzeit sieht man bloß, wenn man im Space Center unterwegs ist. Man kann das hier einstellen auf Kerbin-Zeit oder auf unsere normale 24-Stunden-Zeit, wie ich es auch getan habe. So, die ersten sind ausgebrannt, da geht es direkt weiter mit der zweiten Stufe und die reicht dann auch vollkommen aus, bis wir dann dort oben ankommen. Schauen wir doch mal, wie hoch wir schon kommen. Oh, auf 90 Kilometer. Wir können uns ja schon mal leicht neigen in die gewünschte Richtung. So, 105 Kilometer. Na, dauert wieder ein kleines bisschen. Hier sehen wir noch die unten die Landepads, diese 4 Teile, die die Rakete gehalten haben, dass sie nicht gleich umkippt am Start. Und hier noch diese letzte Stufe, die kracht dann wieder zurück in der Flugbahn. Von hier aus gesehen nach rechts unten irgendwo im Meer wird die ankommen. Vielleicht sogar noch auf dem Land. Ne, die wird wahrscheinlich ins Meer stürzen. Oh, ich sehe gerade, wir sind gerade bei 200 Kilometer. Gut. Halt, noch ein bisschen. Kann man relativ genau einstellen. Ah, na, ist egal. Das ändert sich sowieso gleich noch. Gut, dann gehen wir erstmal in den Zeitvorlauf, kurz vor den vorm Scheitelpunkt. Denn jetzt müssen wir wieder Gas geben, dass wir dann auch langsam aber sicher den Orbit kreieren. Denn die Periapsis-Team kommt dann hinten raus, sozusagen aus dem Planeten. Und da müssen wir dann die
ungefähr gleiche Entfernung einstellen, damit wir dann einen schönen Orbit haben. Das macht es uns später einfacher beim Andocken. Okay, das hier steigt noch leicht, ist aber vollkommen okay. Wir können ja auch später mal noch, was weiß ich, eine andere Station, so einen Forschungssatelliten oder was, nochmal um den Mond schicken und dort nochmal einen Orbit oder so machen, dass da halt auch noch jemand mit rumkreist, mit einem Haufen Satelliten und so weiter dran. Halt, jetzt muss ich mal leicht in die andere Richtung gehen, sonst wird das hier nichts mehr. So. Also wie gesagt, das können ruhig 200 bis 300 Kilometer sein, sollten dann bloß Apoapsis und Periapsis auf der gleichen Entfernung ungefähr sein. Das macht es uns beim Docken dann später deutlich leichter. Wir werden wahrscheinlich dann in der nächsten Folge schon andocken. Müssen wir mal schauen. Denn wir können jetzt ja nach und nach immer mal alle paar Folgen erweitern. Müssen wir mal schauen. Wir haben ja noch lange nicht alles freigeschaltet, da kommt ja noch einiges dazu. So, langsam wird's. Müssen wir mal kurz schauen. Okay, wieder Schub geben. Wie weit sind wir denn hier drüben schon? 40 Kilometer. Okay. Ja, ist immer manchmal besser, wenn man das so nach und nach ein bisschen einstellt. Halt. So. Was haben wir hier? 203 und was haben wir hier? 206. Vollkommen in Ordnung. 3 Kilometer Unterschied. Das ist super. Ich denke, das ist auch eine gute Entfernung, oder? Sind wir noch schön nah dran am Planeten? Sieht bestimmt auch spitze aus. Okay, dann speichere ich hier ab dem Punkt mal. Und dann können wir uns hier hinten von dem Treibstofftank lösen. Da können wir hier einfach anklicken. Dieses Segment hätte ich das drunter eigentlich gar nicht gebraucht. Genau. Und dann schwebt die Station in die Richtung. Und jetzt ist es so. Wollen wir die so lassen? Wir können die eigentlich gleich noch zurechtdrehen. Wenn ich jetzt R drücke, dann aktiviert sich hier unten dieses RCS. Und dann kann ich mit IJKL, ähnlich wie WASD, und H und N diese Schubdüsen hier bedienen. Und damit können wir dann auch noch uns so ein bisschen ausrichten. Das und diese Sachen verbrauchen halt dieses Monopropellant. Ne? Deswegen nochmal die zwei kleinen Tanks hier dran gebaut. So, auf R schaltet man die Sache wieder aus. Wir können uns auch nur so ein bisschen drehen. Können uns ja genau so ausrichten. 90 Grad sind das ungefähr. Oder ziemlich genau sogar. Ja, das Teil treibt jetzt hier erstmal noch rum. Das entfernen wir nachher wieder. Wenn wir dann im Space Center sind. Und ich würde sagen, dann lassen wir das so. Lassen wir das erste Modul einfach hier. Oder wartet mal. Wir drehen das mal noch. Ist eigentlich egal, das können wir später so oder so nochmal drehen. Wenn wir nachher dann andocken, müssen wir so oder so immer mal hin und her springen eventuell. Okay, jetzt ist es so, wir müssten jetzt umsteigen. Wir kontrollieren die Rakete die ganze Zeit hier oben von dem Docking-Port aus. Das kann man überall machen, Control von hier. Na, das geht bei jedem Docking-Port und wenn wir jetzt allerdings mit der kleinen anderen Rakete, die wir hier nach vorne dran gebaut haben, weiterfliegen möchten mit dem Bill, der wieder zurück soll, dann müssen wir Control von hier angeben und dann können wir theoretisch weiterfliegen. Sprich, diese kleine Rakete noch zünden und wieder zurück aufkurbeln. Wir haben ja gerade nochmal gespeichert, die kapple ich das einfach mal, ne? Und dann schwebt das jetzt einfach so weiter. Wunderbar. Und jetzt haben wir nur noch das. Und jetzt könnte ich theoretisch dreimal Leertaste drücken und dann müsste die Stufe auch wieder zünden. Oh nee, das war Mist. Jetzt habe ich uns komplett getrennt. Hohoho.
Müssen wir nochmal laden. Halt wieder von hier vorne kontrollieren. Okay, docken wir uns wieder ab. Ah, seht ihr. Das hier, das war nicht richtig eingestellt. Okay. Jetzt haut's hin. Hä? Ist das da drüben dran geklebt jetzt oder was? Das ist ja albern. Das ist ja albern. So möchte ich das nun auch nicht haben. Okay, nochmal. Alle guten Dinge sind 3. Oder wie bei der letzten Mondlandung, 8. Okay, jetzt machen wir es anders. Wir entfernen uns erstmal ein paar Meter, müssen das hier nochmal kurz umschalten. Geh mal kurz in den Zeitvorlauf, dass wir ein paar Meter Abstand gewinnen. Da drüben ist noch dieser große Tank mit dem Triebwerk. Okay. So. Genau, da schießt sich nämlich ganz schön weg die Dekappler. Da sind die vorhin tatsächlich einfach an das Docking-Modul dran. Das ist ja lustig. Das ist mir auch noch nicht passiert. So, und jetzt können wir hier auch wieder Schub geben. Eigentlich. Eigentlich müssten wir doch jetzt Schub geben können. Ja, genau. Jetzt können wir Schub geben. Okay. Müssen wir mal gucken, dass wir da jetzt wieder zurückkommen. Mir eigentlich egal wohin. So, die ist natürlich sehr wendig, die kleine Rakete. Machen wir das einfach mal so. Müssen wir nur mal gucken, dass wir nicht irgendwie gegen das Ding fliegen. Nee. Genau, wir fliegen jetzt wieder zurück in die andere Richtung, verlangsamen unseren Flug somit und landen dann wieder unten auf Kerbin. Geb ruhig mal Vollschub. Da ist jetzt nicht viel Treibstoff dabei in der kleinen Rakete. Reicht aber vollkommen aus, um hier wieder zurückzukommen. Wir können ja mal gucken, dass wir hier unten irgendwo landen. Wir haben ein paar Landestützen mit dran und einen Fallschirm. Das sollte reichen. Halt, andere Richtung. Wisst ihr, dass wir dann einfach hier unten irgendwo landen? Gucken, ein bisschen können wir uns noch drehen. Ja, okay. Ich denke, das sollte so reichen. Da landen wir hier unten in dem Gebiet irgendwo. Wir haben auch nicht mehr viel Treibstoff dabei. Von daher können wir da jetzt keine anderen großartigen Kurskorrekturen vornehmen. Wir können uns allerdings schon mal abtrennen. Machen wir es einfach mal so. Und dann sind wir ganz alleine mit diesem kleinen Ding noch unterwegs. Es sieht auch immer sehr putzig aus. Können wir hier eigentlich mal gucken. Gibt nichts. Vielleicht hier unten, wenn wir da irgendwo landen können, dass wir da einfach nochmal ein paar Testergebnisse, ein paar Bodenproben oder so mitnehmen können. Wäre auch nicht verkehrt. Schick gemacht, wie dann so langsam das Gebirge ein bisschen durchkommt. Es wird ein bisschen uneben. So, noch kurz den Wiedereintritt abwarten. Ja, noch ein bisschen verlangsamen, dass wir den Fallschirm rausholen können. Nicht, dass der uns jetzt wegreißt. Oder ist gar nicht mehr so viel Platz zwischen uns und der Erdoberfläche. Oder der Kerbin-Oberfläche in dem Fall. Okay, dann holen wir mal den Fallschirm raus. Warten, bis der aufgeht. Dann holen wir die Stützen noch raus. Lassen die ausklappen. Und dann dürfte einer relativ sicheren Landung nicht viel im Weg stehen. So, da ist er aufgegangen. Oh, wir sind noch mit 8,5 Meter pro Sekunde unterwegs. Wird noch ein bisschen weniger. Ist ja egal, wir haben ja noch die riesen Stützen dabei für das kleine Gefährt. Aber sieht ganz gut aus hier, oder? Ein paar mehr Bäume, ein bisschen hügelig, etwas bergig im Hintergrund. Da oben ist der Mond, Moon. Da waren wir nun schon 2-3 Mal. Wo ist denn der andere? Sieht man den auch? Ich bin mir gar nicht sicher, ob man den zweiten Mond auch sehen kann. Das hier hinten eventuell, oder? Ist das gerade nur Dreck? Ne, auf meiner... Das könnte unsere Space Station sein, oder? Naja, wir landen hier jetzt erstmal. Hoffentlich gibt das Ding nicht um, dürfte aber nicht. So, ha, das Ding steht wie eine 1. Geile Sache.
Ach, guck mal, anderthalb Science-Punkte, die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Dann holen wir den Kleinen hier nochmal raus. Zack, komm, lass mal los. Und sei bitte nicht so albern, zieh dich mal um. Könnten wir den nicht umziehen irgendwie? Ja, ist auch egal. Hier kommen nochmal 2,5 für eine Bodenprobe. Okay, das war's, mehr ist nicht drin. Wunderbar, gut, dann holen wir das zurück. Und dann müssen wir nochmal ins Space Center gucken. In die Zentrale. Ja, nochmal, genau, Bill kam auch wieder mit zurück, hier drüben rein. Und jetzt sehen wir hier, das hier ist das Schiff von der Space Station, mit dem wir gerade gelandet sind. Auch das holen wir einfach mal wieder zurück. Oh ja, hier nochmal plus 3,2. So, was haben wir noch? Space Station Ship Debris, das ist die letzte Antriebsstufe. Die entfernen wir. So, was haben wir da noch? Nochmal Debris, das kommt auch mit weg. Tja, und das ist jetzt unsere Station. Die kreist jetzt halt. Na, das können wir hier nochmal schön einsehen. Periapsis, Apoapsis sehen wir. Und hier kann man dann auch später überall alles angucken. Ne? Also, wenn ihr da irgendwo Objekte rumstehen habt auf einem anderen Himmelskörper, könnt ihr von hier aus immer wieder reinschalten. Wir könnten auch jetzt hier einfach mal zur Mondlandung gehen, da wo immer noch der Chapadaya rumsteht. Das sind nochmal die beiden Flaggen hier oben auf dem Nordpol. Ziemlich mittig getroffen. wir gehen aber nochmal in die Space Station rein. Da ist er. So. Wieso kann ich gerade kein. Kann gerade gar kein. Keine Lichter anmachen. Was ist denn hier los? Kann sein, dass das gerade nicht funktioniert, weil hier keine kontrollierende. Kontrollierendes Cockpit mit dabei ist. Man kann zwar, geht jetzt gerade nicht, normalerweise geht das, hier mit Rechtsklick halt anklicken, ne, diese Docking Ports und dann von dort aus kontrollieren, aber das nächste Modul, was wir hier irgendwo ansetzen, ich denke mal hier unten, das wird dann mit einer Kontrollkapsel versehen sein und da können wir dann das auch allgemein wieder ein bisschen mehr steuern, aber bis dahin müssen wir dann erstmal so zurechtkommen und dort irgendwie andocken. Ist aber kein Problem, das Ding ist relativ klein und dürfte erstmal nicht so schwierig werden. Können wir mal reinschauen, was wir da als nächstes hochbringen können. Wie viele Punkte haben wir denn eigentlich? ...96, können wir uns nicht für 90 noch irgendwas leisten? Was haben wir hier? Irgendwelche Stützen. Ersten kleinen Räder könnten wir uns holen. Was ist denn das hier oben? Achso, zum Auftanken zwischendurch? Nö, das brauchen wir doch nicht. Ich investiere das jetzt einfach mal hier unten. Denn hier unten brauchen wir später noch was. Okay. Können wir noch mal kurz schauen, was wir da als nächstes hochschicken. Hier doch theoretisch schon ein Teil anbauen können. Dann hätten wir das auch so kontrollieren können, aber nö. Wir haben ja hier, halt, Moment, wir gehen es diesmal ganz anders an. Wollen wir das nehmen und tatsächlich da irgendwie dran bauen? Bin mir nicht ganz sicher, dass das dann praktisch die Station hier unten, wisst ihr? Wir auch noch so ein Modul. Wollen wir das gleich mit hochnehmen? Oder erstmal noch nicht? Wie gesagt, wir können ja erstmal klein anfangen. Ach komm, was soll der Geist? Wir nehmen da ruhig mal 2, 3 mit, oder? Ach komm, 2 reichen. Dann auch ruhig ein paar Antennen hier dran.
Können wir ja machen. So, dann wird das halt so ein Antennenmodul-Teil irgendwie. Wir könnten theoretisch hier oben auch noch eine drauf pappen. So. Mein Gott, also wie viele Stunden ich wahrscheinlich schon dem Editor hier verbracht habe. So rum. Zwei. Die richten sich ja dann auch immer aus, die die Antennen oder so rum. Beinahe egal, oder? Bräuchten wir theoretisch gar nicht. Möchte die bloß mitnehmen, weil es schön aussieht. Ganz einfach. Ach, die hier oben lassen wir auch einfach mal dran, oder? Fahren sie erstmal wieder ein. Das Cockpit hier, das sieht super aus. Da hat man einen schönen Ausblick drin. Das lassen wir auch mal dran. So, wollen wir hier gleich ein bisschen was Wissenschaftliches mit dran bauen? Können wir eigentlich machen. Das bringt zwar alles nichts, aber wenn man schon mal hat, dann möchte ich auch, dass das da oben mit Verwendung findet. So. Da kommt halt später echt noch einiges dazu, was wir da noch mit anbauen können. Oh ja, oh, da fällt mir gerade was ein. Wo ist es denn? Hier oben. Die sind auch immer ganz wichtig, weil wir dann mit den Teilen diese kleinen Schubdinger hier steuern können. Und die brauchen wir auf jeden Fall. Spätestens jetzt dann beim Andocken. Damit kann man sich auch gut auf dem Mond zum Beispiel fortbewegen. Da kann man so ein bisschen seitlich mit den Stationen oder mit den Modulen rumhantieren. Das ist auch nicht verkehrt. Ich überlege gerade, bringen wir die so an oder halt... Keine 4 oder so ein bisschen mittig. Das sieht schon sehr putzig aus. Ich nehme mal das Thermometer von hier weg. Ach komm, das Thermometer bleibt hier. Ja, die kann man halt auch schön öffnen. Alle beide. Sieht sehr wissenschaftlich aus, wenn es einmal offen ist. Okay, dann bräuchten wir hier unten... Wo ist es denn jetzt? Ich sehe es gerade nicht. Bin ich blind? Oder müssen wir woanders? Ach, hier. Wir könnten theoretisch auch das Teil mitnehmen. Ja, und dann praktisch so rum dran docken. Die passen dann halt so aneinander. Die haben auch so ein bisschen selber so eine magnetische Wirkung. Wenn man dann so ein bisschen in die Nähe kommt, ich sag mal auf dem Abstand, dann versuchen die sich schon so ein bisschen selber anzunähern. Boah, wie machen wir das am dümmsten? Wollen wir das mit so einem Teil machen? Kann ich da unten was dran bauen? Weil das müsste dann nämlich funktionieren. Dachte ich mir, schade, das geht nicht. Müssen wir doch den anderen nehmen, ist aber kein Problem. Müssen wir nur richtig rum dran bauen. Nicht, dass wir nachher oben davor stehen und das Ding klappt nicht zusammen. Es verbindet sich dann auch zusammen zu einer Station. Gut, ich würde sagen, ich überlege mir da was. Ich speichere das mal ab als Modul 2. Okay, ich wollte nochmal zurück, nochmal ein kleines bisschen was ändern. Denn, achso, das geht jetzt auch nicht. Okay, müssen wir später machen, wenn wir hier angedockt sind. Können den Teil dann noch einen Namen geben und so weiter. Oder könnten wir das von, ich glaube, das ging nur aus der Sicht gerade. Von hier funktioniert das, glaube ich, nicht, oder? Nee.
Ich blende mal die beiden Flaggen aus, dass die hier drüben nicht mit auftauchen. Man kann den Teilen halt verschiedene, könnten das halt zum, hier zur Station machen, damit das auch genau dieses Symbol hier hat und nicht aussieht wie so ein Schiff. Ja, dann wird das dann automatisch zur Station. Ja, okay, das geht nur, wenn wir da nachher nochmal angedockt sind. Hier sehen wir auch die beiden, die sich noch im Weltraum befinden. Super Kerle auf jeden Fall. Okay, na gut, das machen wir beim nächsten Mal alles. Da docken wir dann wahrscheinlich dort mal an. Und ich überlege mir noch was, wie wir das Modul noch machen. Beziehungsweise wie wir das dann genau da hochkriegen. Dauert ein bisschen. Von daher sage ich erstmal Tschüss und danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.